So, jetzt habe ich gerade festgestellt, ihr habt keinen Sound. So, jetzt schauen wir mal, ob ihr jetzt was hört. Weil ich habe die ganze Zeit schon angefangen zu reden und jetzt kommen die ersten Kommentare, ich kann nichts hören. Irgendwie scheint was. Jetzt geht's. Super. Vielen Dank, Tom, für die Nachricht. Jetzt, da ging irgendwas mit meinem kleinen Kasten hier, der dieses Mikrofon bedient, nicht. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was habe ich bisher gesagt? Ich habe gesagt, herzlich willkommen. Wir haben wieder 30 Minuten, um in der Mittagspause ein bisschen über Zukunft zu reden. Ich begrüße euch heute im Augenblick aus dem To-Be-Ahead-Institut, also aus meinem Zukunftsforschungsinstitut in Leipzig. Das, was ihr hier hinten seht, ist natürlich nicht das Zukunftsforschungsinstitut, sondern ich habe ein kleines Hintergrundbild sozusagen heute mal hineingebracht über einen unserer Zukunftskongresse. Und der Grund dafür ist, ich möchte in den nächsten Minuten ein bisschen was über Zukunftskongresse mit euch bereden, weil diese Woche besteht zu sicherlich mehr als 80% daraus, dass ich für unseren kommenden Zukunftskongress, der Ende November stattfinden wird, am 13., am 23., 24. November in München, in der BMW-Welt, dass ich da das Programm finalisiere, mit den Speakern telefoniere und so weiter und so fort. Und die Themen, die da im Programm sind, das sind die Themen, die aus unserer Sicht tatsächlich die nächsten 10 Jahre prägen. Und deshalb gehe ich mal so ein bisschen durch das Programm heute durch und ihr kriegt dabei mit, welche Themen die Zukunftsforscher für relevant halten in den nächsten 10 Jahren. Aber als allererstes will ich euch noch einen kleinen Hinweis geben, eigentlich an diejenigen von euch, die irgendwas mit Sales, also mit Vertrieb, mit Verkauf zu tun haben, weil ich in dieser Woche zum ersten Mal etwas machen werde, was euch vielleicht interessiert, und zwar am Sonntag. Ungewöhnlicher Tag, ja. Normalerweise arbeitet das Zukunftsforschungsinstitut natürlich Montag bis Freitag, aber ich habe für Sonntag etwas ganz Interessantes vorbereitet, nämlich zum ersten Mal früh morgens, vormittags, 10 Uhr, ein Webinar zum Thema die Zukunft des Verkaufs, des Vertriebs. Warum? Weil wir eine Studie, eine größere Trendanalyse haben und in dieser Trendanalyse sehr genau beschrieben haben im Institut, wie in Zukunft Vertrieb funktioniert, welche Kundensegmente es gibt, welche Kundensegmente es nicht mehr gibt, und wie sozusagen in zwei großen Bereichen, nämlich in dem Bereich von der Massenbereich, Economy-Segment sagen wir dazu, und im Premium-Bereich, wie unterschiedlich sozusagen Vertrieb funktioniert. Und weil ich das ganz oft gefragt werde, habe ich für diesen Sonntag mal es sozusagen knapp zusammengefasst in ein 60, mal sehen, wie viele Fragen kommen, vielleicht auch 90-minütiges Webinar. Und da reden wir genau über die Zukunft von Vertrieb. Also wer von euch irgendwas mit Vertrieb zu tun hat, da will ich jetzt gar nicht lange drüber rumreden, aber am Sonntag 10 Uhr geht es da wirklich in die Tiefe und ihr kriegt kompakt in einer Stunde all das, was man von einem Zukunftsforscher oder von den Zukunftsforschern wissen muss, wenn man sich entweder für Vertrieb interessiert oder wenn man in einer Sales-Organisation arbeitet oder wenn das eben sozusagen zum täglichen Handwerkszeug dazugehört. Ich habe gerade schon mit einem Auge gesehen, Antonia aus meinem Team, vielen Dank dafür. Antonia hat gerade schon den Link auf dieses Webinar gepostet. Also wen es interessiert, einfach diesen Link folgen und dann kommt ihr. Ach so, muss ich dazu sagen, Webinar ist natürlich kostenlos. Ja, klar. Also dann kommt ihr dahin und seid einfach dabei. So, und jetzt zu dem, was ihr hier hinter mir seht, nämlich dem Zukunftskongress. In diesem Jahr findet der 20. Zukunftskongress statt. Ja, wir haben ein kleines Jubiläum vor 19 Jahren. Das ist ein kleiner, wieso vor 19 Jahren findet der 20. statt? Eine komische Sache. Naja, wenn im Jahr 0 der erste Zukunftskongress stattfindet, dann findet der 20. im Jahr 19 statt. Ist klar, ja? Also seit 19 Jahren gibt es das Zukunftsforschungsinstitut und dieses Jahr findet der 20. Zukunftskongress statt. Und in jedem Jahr, das, was gleich geblieben ist über all die Jahre, ist, dass wir immer von Anfang bis Ende, bis heute sozusagen, immer die nächsten 10 Jahre prognostizieren. Also vor 19 Jahren haben wir, im Jahr 2002, haben wir das Jahr 2012 prognostiziert. Ja, und so weiter und so fort. Das hat sich nicht geändert. Und in diesem Jahr prognostizieren wir, also nicht nur wir Zukunftsforscher, sondern natürlich unsere Gäste, das Jahr 2031. Was passiert in den nächsten 10 Jahren? Und ich
Ich will euch ein bisschen damit durchführen, weil ihr auf dem Weg, also egal, ob ihr jetzt da zum Kongress kommt oder nicht kommt oder virtuell teilnehmt oder in live teilnehmt, ja, beides geht natürlich. Da könnt ihr auch, da blenden wir am Ende wahrscheinlich noch einen Link ein, da könnt ihr noch mehr Informationen zu dem Kongress kriegen und entweder auf digitale Art und Weise dabei sein oder auch gern vor Ort nach München kommen. Es ist wirklich in der BMW-Welt, tolle Location, toller Ort. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern mir geht es darum, dass ich euch auf dem Weg sozusagen durch dieses Programm gern zeigen möchte, was sind die großen Themen, mit denen wir Zukunftsforscher uns für die nächsten 10 Jahre beschäftigen. Und ich fange mal an mit dem Thema Politik. Ehrlich gesagt, wir Zukunftsforscher haben in den letzten 19 Jahren bei unseren Zukunftsprognosen relativ wenig über Politik geredet. Warum? Weil Politik in den letzten Jahrzehnten, jedenfalls die deutsche Politik, sich weitgehend, so würde ich das mal interpretieren, aus der Deutungshoheit über Zukunft so ein bisschen rausgezogen hat, ja, ein bisschen rausgehalten hat. Und das eher so der Technologieentwicklung und der Wirtschaft und so weiter überlassen hat. Und das hat sich jetzt durch Corona geändert und natürlich steht die große Frage, was macht denn die nächste Regierung, wenn es denn diese Ampelkoalition wird, bleiben die weiter sozusagen in diesem, wie soll ich sagen, in diesem dirigistischen Ansatz, ja, irgendwie Zukunft in der Hand und Fäden ziehen und bestimmen wollen oder ziehen die sich wieder zurück? Und ehrlich gesagt, heute kann das noch keiner sagen, aber ich habe jetzt gerade am Wochenende die Zusage von einem Politiker bekommen, der jetzt gerade die Koalitionsverhandlungen mitverhandelt. Der wird beim Zukunftskongress dabei sein in München. Und das ist einer, der also im Themenfeld Innovation, Forschung, Bildung, also aus meiner Sicht wirklich an exponiertester Stelle steht. Und der wird uns hoffentlich beim Zukunftskongress Details geben können darüber, in welche Richtung es geht. Also ob wir tatsächlich in den nächsten Jahren ich würde das mal in der Terminologie des Zukunftskongresses ein Tomorrowing Germany erleben werden, oder ob es das nicht geben wird. Das ist schon mal die letzte Nachricht so aus dem Wochenende, dass da jemand aus der dabei sein wird, der möglicherweise auch in der kommenden Bundesregierung oder jedenfalls in einem der Ministerien eine interessante Rolle spielen wird. Aber natürlich geht es nicht nur um den deutschen Blick. Ganz besonders freue ich mich auf die Saskia Sassen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, sie ist seit 30 Jahren, also ist eine Soziologin, Columbia University in den USA, Soziologin, und die hat in den letzten 30 Jahren ganz viel darüber geforscht. Die hat das Wort geprägt, den Begriff geprägt, Global City. Also sie hat sozusagen immer die langen Linien und auch die langen Verwerfungen in der internationalen Politik, getrieben durch Globalisierung und diese ganzen Technologien und alles, was da eben zusammengehört, beschrieben und prognostiziert. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich die Gelegenheit habe, eine Stunde wirklich mit Saskia am Tisch zu sitzen und wirklich die langen Linien, sagen wir mal, die nächsten 10 Jahre, ja, die Linie der nächsten 10 Jahre der internationalen Entwicklung einmal durchzudeklinieren. Das wird toll. Was auch toll wird, ist, ich bleibe mal in diesem Politikfeld, ja, weil dieses Politikfeld wirklich ein wenig, ja, also ich will nicht sagen einzigartig, aber doch außergewöhnlich ist für diesen Zukunftskongress. Ich habe Rebecca eingeladen. Rebecca, die Spitzenkandidatin der Volt-Partei für die Bundestagswahl, die gerade gelaufen ist. Also Rebecca Müller heißt sie, Entschuldigung, jetzt habe ich nur den Vornamen gesagt. Rebecca Müller, Spitzenkandidatin der Volt-Partei, eine paneuropäische Partei, die ehrlich gesagt nicht wirklich gut abgeschnitten hat bei der Bundestagswahl, das muss man dazu sagen, aber die einzige Partei ist, die wirklich eine europäische, also die hat sozusagen die gleiche Partei mit dem gleichen Programm gibt es in ganz Europa. Und ich habe schon seit langem, seit vielen Jahren, auf den Zukunftskongress Politiker eingeladen, denen ich immer die Frage gestellt habe oder denen ich im Vorfeld immer die Frage gestellt habe, Mensch, kannst du uns eine Europavision liefern? Also wie sieht Europa, ein lebenswertes, ein erstrebenswertes Europa im Spielfeld so zwischen der Supermächte, USA, Asien, China und so weiter, ein lebenswertes Europa, wie sieht das aus? Und in den letzten Jahren hat nie ein Politiker dazu gesagt. Ja? Und Rebecca Müller wird das machen, diese
Europavision zu uns geben. Freue ich mich sehr. Und dann wird das kommentiert, diese Europavision, und wird kommentiert, besonders von zwei Menschen, nämlich einmal Eva Kaili. Eva Kaili ist Europaabgeordnete, ist die Chairwoman im European Council for Technology and Innovation. Also ich glaube, so heißt das. Die Namen im Europaparlament sind ein bisschen schwierig. Eva kommt aus Griechenland. Ganz, ganz tolle Frau, ganz tolle Politikerin, auch sehr, sehr nach vorn treibend, und ist wesentlich zuständig dafür, was das Europäische Parlament in Richtung Innovation, in Richtung Technologie entscheidet oder eben auch nicht entscheidet. Also da erwarte ich mir ein wirklich interessantes Gespräch. Und dann kommt in dasselbe Panel noch Fabian von Heimburg. Fabian von Heimburg, wer sich in der Technologieszene ein bisschen oder ich sag mal, in der deutschen Startup-Szene ein bisschen auskennt und mit Blick nach China, der wird Fabian von Heimburg wahrscheinlich auch kennen. Das ist so einer der, wie soll ich das sagen, einer der Vorzeige-Startup-Gründer aus Deutschland in China. Es gibt nicht so viele Deutsche, die in China ein Startup gegründet haben, aber Fabian hat das gemacht, hat sein Startup heißt Hot Nest, 2014 gegründet, damals vier Personen, die waren alle gerade mit dem Studium fertig sozusagen, und Fabian hatte gerade eigentlich so einen dreimonatigen China-Aufenthalt zum Sprachelernen sozusagen hinter sich. Und da wurde er von seinen Mitstudenten, einem Chinesen, gefragt: Mensch, wollen wir nicht gemeinsam einen Startup gründen? Und dann haben sie Hotnest gegründet, erst in so einem kleinen, ganz kleinen Kabuff zu vier Leute in so einem kleinen Büro, was eigentlich schon zu klein ist für eine Person. Also keine großartige Zeit, aber inzwischen sind sie Dutzende Leute, haben Millionen Investitionen eingesammelt. Und tatsächlich ist Fabian einer derjenigen, die wahrscheinlich aus eigenem Erleben, ja, mit Haut und Haaren quasi beschreiben kann, wie denn erstens dieses Europa aus China gesehen wird und zweitens, wie denn die Rolle Europas aus internationaler Sicht Sinn macht, ja, aus dem Blickwinkel eines Europäers, der in China sitzt und in China ein Unternehmen aufbaut. Also freue ich mich sehr, ganz interessantes Gebiet, ganz interessanter Blickwinkel. Und dann kommt noch der Yannick Fieler. Yannick Fieler ist Europachef von Haier. Haier, Haier, ein chinesisches Unternehmen, aber nicht so ein chinesisches Unternehmen, wie man es so normalerweise so im Hinterkopf hat, ja, mit ganz vielen Mitarbeitern, die ganz, ganz billig und ganz schnell irgendwelche Dinge irgendwie da zusammenschrauben, sondern Haier, wenn ihr mal das googelt, ist ein Unternehmen, was eine wirklich sehr, sehr andere Arbeitskultur eingerichtet hat. Und beim Thema Arbeitskultur und New Work und so weiter diskutiert man ja in Deutschland seit Jahren und hält sich für die Speerspitze der Bewegung sozusagen. Möglicherweise sind wir es gar nicht. Möglicherweise kommen tatsächlich sehr, sehr interessante Ansätze für innovative, moderne Arbeitskulturen aus Asien. Und genau das will ich den versammelten Teilnehmern auf dem Kongress zeigen. Genau diesen Gedanken möchte ich Ihnen in den Kopf geben, und deshalb habe ich den Yannick eingeladen, der Europachef von Haier, der gar nicht so sehr über die Produkte, die sie machen, und die Angebote sozusagen reden wird, sondern eigentlich eher über die Arbeitskultur und warum das Arbeiten in einem chinesischen Unternehmen vielleicht moderner ist als das Arbeiten in unseren klassischen, typischen Unternehmen. Also, das war sozusagen das Feld von, sagen wir mal, von Politik, von Internationalem, von wie sieht Europa, Rolle Europa, China und so weiter aus. Freue ich mich sehr. Wird beim ist glaube ich eines der wahrscheinlich das prägende auf hoher Augenhöhe, auf hoher Flughöhe sozusagen, das prägende strategische Thema für Deutschland, für Europa in den nächsten 10 Jahren, weil da muss man nur eins und eins zusammenzählen: Unser Wohlstand, der große Teil unseres Wohlstandes kommt aus dem Export, weil wir eben lange Jahre Exportweltmeister waren, und also die Basis ist sozusagen das internationale Geschäft. Und die Frage, ob das weiter besteht oder ob das nicht mehr besteht, ist eine der tatsächlich der existenziellen Fragen für die deutsche Wirtschaft
Insofern werden wir uns da sehr, 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 sehr intensiv darum kümmern. Das zweite Thema, was aus unserer Sicht die nächsten 10 Jahre prägen wird und natürlich dann auch den Zukunftskongress prägen wird, ist das Thema Metaverse. Ihr habt das alle mitbekommen, ja. Letzte Woche hat Facebook den Namen geändert, heißt jetzt Meta. Warum? Weil sie die Company sein wollen. Jedenfalls hat das der Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, in einem sehr, sehr langen und ausführlichen Film oder Stream sozusagen erklärt, weil sie die Company sein wollen, die die Welt ins Metaversum führt. Was ist das Metaversum? Da streiten sich die, ja, man kann es nicht genau beschreiben, die Geister streiten sich. Letztendlich ist es die komplette Verschmelzung. Also komplett ist jetzt die Endstufe. Dazwischen gibt es Zwischenstufen, selbstverständlich. Letztendlich ist es die Verschmelzung tatsächlich von dem, was wir bisher als reale Welt und als virtuelle Welt betrachten. Bisher ist es so, dass es immer eine Grenze gibt zwischen realer und virtueller Welt. Und diese Grenze ist sozusagen der Bildschirm, auf den ihr jetzt gerade drauf schaut. Egal, ob ihr das auf dem Handy habt oder auf dem Computer oder auf dem Fernseher, völlig egal. Es gibt immer sozusagen eine Glasscheibe und dahinter ist die virtuelle Welt und davor ist die reale Welt. Und wenn diese Glasscheibe weggeht, dann und die virtuelle Welt in die reale Welt hinein projiziert wird, also man sie sieht. Also du sitzt an deinem Küchentisch, bist da eigentlich alleine, aber hast entweder eine Brille auf oder so eine smarte Kontaktlinse im Auge, und siehst neben dir am Küchentisch mich sitzen. Und wir unterhalten uns ganz normal. Und ich zeige dir hier meine Notizen und was weiß ich, als ob ich da wäre, ja? Oder wenn du mich nicht magst, stell dir dasselbe vor mit deiner Großmutter, die möglicherweise im Pflegeheim lebt und da vielleicht ein bisschen einsam ist, wie viele Menschen im Pflegeheim eben einsam sind, weil die Familie, die Kinder, die Enkel irgendwie weit weg sind, in einer anderen Stadt wohnen. Ja, plötzlich kannst du sie jeden Tag am Küchentisch haben oder was weiß ich, an welchem Tisch auch immer. Also kurz gesagt, das ist mit Metaversum gemeint und in der Tat, es scheint so, dass diejenigen Unternehmen, die technischen Möglichkeiten schaffen, uns Menschen, sozusagen diese Barriere, also diesen Bildschirm da im Augenblick, der die Trennung zwischen realer und virtueller Welt ist, zu überbrücken, dass diejenigen sind, die erstens gutes Geschäft machen natürlich und zweitens echte Macht haben, weil wenn das funktioniert, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass viele Menschen das wollen und dass alle anderen Unternehmen eben da mitspielen wollen. Und naja, wer eben da der Türöffner ist, der hat eine gute so eine gute Machtposition innerhalb der Branche. Also, was werden wir tun für das Thema Metaversum? Wir werden erstens tatsächlich mit den Technologieentwicklern reden. Also, wir werden mit den Microsofts reden, die ja schon lange mit dem Thema HoloLens, ja, die haben diese Brille, ihr erinnert euch wahrscheinlich, die man sich auf den Kopf setzt, ist noch ein bisschen groß, muss noch ein bisschen kleiner werden in den nächsten 10 Jahren, aber wir haben auch noch 10 Jahre Zeit, mit der man jetzt schon sozusagen erleben kann, wie künftig dieses Metaversum funktioniert. Die werden auch die Brillen mitbringen und die werden natürlich die Prognose mitbringen, wie in 10 Jahren man sich unsere Welt vorstellen muss. Und zwar nicht nur zu Hause irgendwie am Gaming-PC, sondern wie das ganz konkret die Arbeit, die Arbeitsprozesse, die Arbeitsabläufe, auch die Kultur und das Leadership und all diese Themen in den Unternehmen beeinflussen werden. Zweitens ist die Frage, welche Rolle spielt Deutschland dabei, bei diesem Metaversum? Und dazu habe ich einen der bekanntesten Seriengründer, also Startup-Gründer, eingeladen, der ganz viel mit sozialen Netzwerken in Deutschland zu tun hatte, der eine Investmentgesellschaft hat und investiert in diese digitalen Dinge, in diese KI-Dinge. Also einer, der sich in der deutschen KI-Social-Media-Szene wahrscheinlich am besten auskennt. Und mit dem möchte ich die Frage besprechen: Was macht Deutschland in diesem Fall? Also ist es wieder so, dass wir sozusagen die Technologien der Amerikaner benutzen, vielleicht noch ein bisschen die Chinesen irgendwie mit ihrem TikTok und wie es dann weitergeht? Oder haben wir selber mal einen Fuß in der Tür? Das werden wir besprechen. Und als Dritten im Bunde für das Thema Metaversum habe ich jemanden eingeladen, bei dem man aus meiner Sicht am deutlichsten sehen kann, wie das funktioniert und wie das schon heute funktioniert. Da schaut kaum jemand drauf, aber
Man sieht es tatsächlich schon. Und zwar geht es um das Thema Sport, also Profisport. Stellt euch die Champions League oder die Fußball-Bundesliga, ja, also diese Profi-Fußballspiele, gilt auch für Basketball und Eishockey und so weiter. Aber stellt euch so diese Profispiele vor, und stellt euch vor, und das ist jetzt keine Zukunftsvorstellung, sondern das ist Gegenwart, stellt euch vor, dass diese Spiele von Dutzenden Kameras live beobachtet werden, dass in Echtzeit permanent sozusagen ein, man würde in der Technologiesprache dazu sagen, ein digitaler Zwilling des aktuellen Spiels erstellt wird. Also sozusagen eine 3D-Welt, in der die realen, also die Figuren der realen Spieler genau auf diesen Positionen genau dasselbe machen und so weiter und so fort. Also in Echtzeit wird dieses reale Welt in eine 3D-Umgebung gebracht und daraus werden dann Daten generiert. Also wenn der Fußballreporter während des Spiels sagt, irgendwie, der Spieler, der hat eine Passquote von 92%. Woher weiß der das? Na, der hat keine Strichliste geführt, sondern der weiß das aus diesem digitalen Zwilling. Wenn der sagt, oh, dieser Spieler hat jetzt so oder die Mannschaft hat so und so viele Gegenspieler überspielt, ja, und so weiter und all diese Dinge. Woher wissen die das? Die haben das aus diesen digitalen Zwillingen. Und derjenige, der diese digitalen Zwillinge, also der die Technologie in die internationale Sportwelt gebracht hat, um das möglich zu machen, der wird beim Zukunftskongress sein. Das ist ein Israeli, ein ganz toller Mensch. Ich habe den neulich in Israel getroffen, über 70 Jahre alt. Der heißt Miki Tamir und hat mehr als ein halbes Dutzend, also ich glaube 7 Firmen gegründet, rund um genau dieses Metaverse im Bereich Sport. Ja? Die bekannte und mit diesen Firmen oder den Produkten dieser Firmen arbeitet dann die Bundesliga und die Champions League und so weiter. Und Miki habe ich eingeladen, einerseits mit mir zusammen im Gespräch zu prognostizieren, wohin das geht in den nächsten 10 Jahren, also bis 2031, nicht nur im Sport, sondern auch in all den anderen Bereichen. Und zweitens habe ich ihn eingeladen, uns etwas zu präsentieren, was er mir in Israel gezeigt hat und was ich wirklich interessant fand, nämlich die Zukunft des Selfies. Ja, also bisher denken wir irgendwie, Selfie machen ist so Handy vor mich halten und dann irgendwie drücken und zwischendurch irgendwelche, oder vielleicht hier auf den Tisch oder auf den Boden stellen und dann irgendwelche komischen Dance-Moves machen und so weiter. Nee, also ist heute, aber hat mit Zukunft des Selfies wahrscheinlich nichts zu tun, sondern das Zukunft des Selfies hat auch was damit zu tun, dass du einmal auf dein Handy drückst, aber dann passiert was völlig anderes. Nämlich eine Drohne fliegt, eine handelsübliche Drohne, die kostet irgendwie 100 Euro nicht mehr, fliegt um dich rum und macht spektakuläre Aufnahmen von dem, was du da irgendwie gerade tust, ob du was erzählst oder ob du irgendwie tanzt, keine Ahnung, oder ob du einen Dank machst beim Basketball, völlig egal. Und Mickey hält das für die Zukunft des Selfies. Und ich habe das gesehen und denk mir, naja, wahrscheinlich hat er recht. Also auch das wird er beim Zukunftskongress zeigen. Okay, nächstes Thema, und das ist das vorletzte Thema. Natürlich das Thema Umwelt und Klima. Selbstverständlich das Thema Umwelt und Klima. Aber wahrscheinlich in einer etwas anderen Form, als man es so landläufig im Fernsehen sieht oder hört. Ich nenne das beim Zukunftskongress Rethink Climate Change. Warum Rethink Climate Change? Weil es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt die eine Möglichkeit, und die hängen an diesem 1,5-Grad-Ziel, was gerade bei G20 die Präsidenten, die Chefs der 20 bedeutendsten Industrieländer wieder gesagt haben, ja, wir halten an 1,5 Grad fest, in Klammern, wir wissen aber nicht wie. Also, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder wir schaffen es an 1,5 Grad, wirklich bis zu 1,5 Grad und nicht weiterzugehen, dann, die Möglichkeit gibt es und die wird uns Jamie Arbib vom Rethink Climate Change Think Tank aus London vorstellen. Die Möglichkeit gibt es, die würde aber ein absolut konsequentes Handeln in ganz vielen Feldern sofort fordern. Ob das gemacht wird, wissen wir nicht genau, aber er stellt uns jedenfalls mal diese Möglichkeit vor. Und die zweite Möglichkeit, die wahrscheinlich sogar noch, wie soll ich sagen, wahrscheinlicher ist, ist, dass wir
in der Welt, also wenn wir jetzt nicht nur auf Deutschland schauen, sondern eben auch auf die großen CO2-Emittenten in Asien, ja, China, Indien und so weiter und so fort, gibt es durchaus die höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen und auch das 2-Grad-Ziel möglicherweise nicht erreichen. Dass wir uns also einstellen müssen auf eine Zeit, in der wir zumindest mal übergangsweise leben müssen und in einer, also möglichst unsere Lebensqualität wahren müssen in einer Zeit, in der die Welt 2 bis 3 Grad wärmer ist als heute. Und auch das wird gehen. Nur die Frage ist, wie? Wie muss man sich darauf vorbereiten? Was hat das alles für Konsequenzen? Und genau darüber werden wir sprechen. Werden wir unter anderem sprechen mit jemandem, der die Landwirtschaft, also Getreide und so weiter, vorbereitet auf diese Zeit, ja, die da 2 bis 3 Grad wärmer ist. Selbstverständlich wird es eine Landwirtschaft geben, die auch für, sagen wir mal, für eine wachsende Weltbevölkerung die nötigen Nahrungsmittel schafft. Nur sie wird ein bisschen anders sein als heute oder anders sein müssen als heute. Darüber werden wir reden mit Kenneret Schäfer, ist eine ganz tolle Wissenschaftlerin aus Tel Aviv, die genau an dieser Sache arbeitet. Und wir werden reden mit einigen Forschern, die Fusionsenergie, also an Projekten zu Fusionsenergie forschen. Das heißt, Fusionsenergie habe ich schon mal erklärt vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle. Wir reden über die Fusion von Atomkernen. Achtung, bei der wesentlichen Technologie in der Kernfusion, gibt auch verschiedene Untertechnologien, aber bei der wesentlichen ist kein radioaktiver Stoff im Spiel, ja? Also wir reden nicht über Radioaktivität und all dieses Zeug, was bei Kernspaltung entsteht, sondern wahrscheinlich reden wir über eine Technologie, die keine Radioaktivität in sich trägt und die gleichzeitig verspricht, jedenfalls sagen uns das die Protagonisten, die gleichzeitig verspricht, wenn alles gut geht, haben wir im Jahr 2040 den Weltenergiebedarf, der bis dahin wachsen wird, aber auch den gewachsenen Weltenergiebedarf gedeckt durch Kernfusionsenergie. Und zwar nicht für 2 Tage, sondern für eine ziemlich lange Zeit. Wie das geht und ob das wirklich wahrscheinlich ist, weil ehrlich gesagt, die arbeiten da auch 40 Jahre schon dran, ja, und es hieß immer irgendwie, demnächst kommt das und es kam aber nicht. Das werden wir in einem Schwerpunkt beim Zukunftskongress besprechen. Wir Zukunftsforscher, wir halten das tatsächlich für einen der vielversprechendsten sozusagen Lichtpunkte und nicht nur ein winziger Lichtpunkt, sondern Lichtkegel am Horizont in den nächsten 10 Jahren. Gut, und das letzte Thema was wir besprechen werden, ist die Zukunft unserer Gesundheit. Das ist der Bereich der Gesundheit, der Health-Bereich, in dem wir Zukunftsforscher die meisten Veränderungen für Unternehmen erwarten in den Geschäftsmodellen der Unternehmen. Und das hat ganz einfach etwas damit zu tun, dass dieser menschliche Körper hier, dieses Ding, was ich hier habe, etwas ganz Wichtiges ist. Also klar, ist was ganz Wertvolles für den Menschen, logischerweise, aber etwas, was wir bisher noch nicht in Echtzeit sozusagen die Daten erhoben haben. Wir kennen noch keine Echtzeitdaten aus diesem menschlichen Körper, sondern wir gehen einmal, weiß ich nicht, in 3 Monaten oder auch im halben Jahr zum Arzt und der guckt uns irgendwie in den Hals und rät, ich sage es mal ein bisschen vorsichtig, also und erkennt da irgendwelche Daten, die er dann auf den Zettel schreibt und das ist sozusagen wie soll ich sagen, die Datenanalyse aus dem menschlichen Körper. Das wird in den nächsten 10 Jahren sich komplett ändern. Da muss man kein Zukunftsforscher sein, das steht überall. Wir werden Echtzeitdaten aus dem menschlichen Körper kriegen. Und das wird die Art und Weise, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie er gar nicht erst krank wird, sondern sozusagen wir also wir nennen das, wir werden zu Gesundheitskunden. Ja? Gesundheit wird kaufbar. Also Konsumenten, Gesundheitskonsumenten. Das ist eine sehr, sehr interessante Veränderung, die für jeden Menschen auf diesem Planeten wahrscheinlich zu einem längeren Leben führen kann und zu einem gesünderen Leben führen kann. Wie das geht, werden wir alles besprechen. Wir werden da einen der weltbesten Genetiker dabei haben, Denis Rebrikov aus Moskau, der unter anderem prognostiziert, dass in 10 Jahren die Verjüngung, also das Zurückdrehen des Alterungsprozesses von Genen in 10 Jahren im Massenmarkt ist. Also nicht nur möglich ist es heute schon, da fliegen die Promis durch die Gegend und lassen sich für viel Geld so eine Verjüngungskur geben. Nein, der sagt, in 10 Jahren ist das im Massenmarkt. Außerdem sagt er, wenn jeder Mensch sein Genom kennt,
dann wird sich die menschliche, sozusagen das menschliche Paarungsverhalten verändern. Der sagt irgendwie, wahrscheinlich wird Facebook oder Meta, wie es jetzt heißt, jedem Menschen seine Genetik kostenlos geben. Warum? Weil wenn du das in deine, in deinen Auswahlprozess der Beziehung mit einbeziehst, dann kannst du das 25% Risiko verhindern, dass deine Kinder eine genetisch angelegte Krankheit kriegen. Also er sagt, er dreht das rum und sagt, genetisch angelegte Krankheiten in seinen eigenen Kindern zu produzieren, ist sowas von unverantwortlich. Und das wird sozusagen unseren Umgang mit unserem Körper verändern. Und was er auch noch sagt, ist, dass wenn die Menschheit, und das dauert nur noch wenige Jahre, wenn jeder sozusagen oder jede sein Genom kennt, dann wird es zu etwas führen, worüber wir reden müssen, nämlich zu einer neuen Art von Diskriminierung. Der nennt das eine Discrimination by Genome. Ja? Also wenn wir plötzlich wissen, schwarz auf weiß vor uns sehen, dass wir eben nicht gleich sind, sondern eben unterschiedlich schon in dem, was in uns angelegt ist, dann sagt er, wird das zu einer Diskriminierung führen. Und eine der größten Herausforderungen aus seiner Sicht für die Gesellschaft der Zukunft in den nächsten 10 Jahren wird sein, umzugehen oder zu verhindern, dass diese genetische Diskriminierung zu, wie soll ich sagen, zu hoch kommt, zu dolle Blüten treibt. Naja, letzter Mensch, den ich euch nennen will, ist Michael Levine. Michael Levine, Wissenschaftler aus Amerika, East Coast, diesmal mal nicht Silicon Valley, sondern East Coast, der mit seinem Team sogenannte Xenobots, also mit X von geschrieben, entwickelt hat. Xenobots, was sind Xenobots? Xenobots sind kleine Roboter, könnte man sagen, ja, die durch die Blutbahn, durch den Körper, durch die Blutbahn gehen. Dinge feststellen, Dinge finden, die da nicht reingehören, die dich krank machen, und sie einsammeln und unschädlich machen. Das sind sozusagen kleine, wenn man so will, kleine Nanobots, kleine Nanoroboter, die durch die Blutbahn gehen und dafür sorgen, dass Menschen weniger und weniger und weniger und weniger krank werden und dabei natürlich auch Daten sammeln, logischerweise diese Echtzeitdaten, von denen ich geredet habe. Und das alles in den nächsten 10 Jahren. Also, jetzt habe ich euch 4 Themen genannt, 3, die was mit Technologien zu tun haben. Ja, das war sozusagen die Zukunft von KI, von Quantencomputern und so weiter, dieses Metaverse, weil all diese Computertechnologien enden sozusagen in diesem Metaverse. Zweitens die Energiefrage, ja, die auch die Klima- und Umweltfrage beantworten wird, weil wenn wir genügend Energie haben, dann werden wir uns sehr leicht tun, diese Klima- und Umweltfragen zu behandeln. Und drittens die Gesundheitsfrage. Das sind die 3 großen Technologiefragen, die aus meiner Sicht in den nächsten 10 Jahren vor uns stehen und die wir beim Zukunftskongress behandeln werden. Und plus das 4. Thema, wie geht die Politik eigentlich um damit und welche Rolle spielt Europa? Also, das war sozusagen im Kurzdurchlauf. Ja, wir sind schon ein bisschen über die halbe Stunde drüber. Im Kurzdurchlauf das, was ich euch sagen wollte, was mich im Augenblick gerade beschäftigt, weil ich gerade mit all diesen Referenten telefoniere, weil ich gerade sozusagen mich vorbereite und klar mache und die Fragen ausarbeite, die ich denen dann stellen werde. Wir werden 25 Referenten haben. Davon werden 20 nicht aus Deutschland sein, sondern 5 aus USA und 3 aus Israel und 3 aus China und eine aus Griechenland. Naja, also die übliche sozusagen, ja, das ist in Corona-Zeiten gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, die Chinesen hierher zu kriegen und die Amerikaner hierher zu kriegen. Aber wir sind dabei und wir werden das machen. Wer Lust hat, sich das anzuschauen, diese 2 Tage, 23. und 24. November, die kann das selbstverständlich machen. Man kann online dabei sein. Man kann, wenn man sich die 2 Tage sozusagen im eigenen Kalender freischaufeln kann, kann man auch nach München kommen, in die BMW-Welt und live dabei sein. Sehr gern, ja. Ich kann nichts mehr empfehlen als diese Menschen, die nächsten 10 Jahre in dieser Welt prägen werden, mit ihren Gedanken, mit ihren Technologien wirklich live zu erleben und live mitzukriegen, warum tun die das, was versprechen die sich davon, was steht da für eine Triebkraft, für eine Intention dahinter. Das ist das, was ehrlicherweise mein Leben als Zukunftsforscher tatsächlich, ich will nicht sagen lebenswert macht, weil es gibt auch andere Dinge, die es lebenswert machen, ja, meine Familie und meine Frau und meine Kinder, aber das ist das, was einen Zukunftsforscher tatsächlich prägt, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und ich kann nur empfehlen, die Chance zu nehmen, für euch sich die Chance zu nehmen, 2 Tage mal dabei zu sein und so ein Stück weit Zukunftsforscher
zu sein. So, jetzt schaue ich nochmal hier durch den, Chat. Wir sind zwar schon ein bisschen über die Zeit, aber wenn ihr Lust habt, noch 5 Minuten oder 3 Minuten dran zu bleiben, ich schaue mal durch. So, ich sehe, Robert sagt, bei den vielen innovativen Themen kommt mir in letzter Zeit die Nanotechnologie zu wenig. Ja, das stimmt. In der Tat, wir haben mehr Hype gehabt vor ein paar Jahren zu Nanotechnologie. Ehrlicherweise ist das eigentlich nicht weggegangen sozusagen. Ja? Also diese Technologien werden natürlich nach wie vor beforscht und so weiter. Aber was man daran sieht, ist, dass die konkrete Anwendung in Anwendungsfälle, die viele Menschen interessieren, ja, die Millionen, Milliarden Menschen interessieren, dann doch nicht so schnell geht. Und deshalb ist der Hype in den Medien so ein bisschen weg. Aber beispielsweise diese Nanoroboter, die ich jetzt ganz am Ende gesagt habe, ja, diese kleinsten, diese Xenobots, kleinstmögliche Größe sozusagen von Robotern, die durch unsere Blutbahn gehen werden, noch nicht heute, aber in 10 Jahren. Das ist ein Beispiel davon und all die anderen Beispiele gehen auch weiter, nur ist da eben ein bisschen weniger Aufmerksamkeit drauf im Augenblick, weil die Aufmerksamkeit eben mehr auf den, wie soll ich das sagen, auf den großen Themen wie Energie und so weiter ist. Aber ist dabei. Also herzliche Einladung, auch das werden wir diskutieren beim Zukunftskongress, gerade wenn Michael seine Technologie vorstellt, da werden wir darüber diskutieren. So, jetzt muss ich mal hier tief nach unten schauen, weil der eine Kommentar auch von Robert, viele haben 1997 den Film Gattaca nicht verstanden. Jetzt erwischst du mich ehrlicherweise auf dem falschen Fuß, weil ich habe den auch nicht, gesehen. Müssen wir nochmal drüber reden. Schau mal, ich schaue mal an und vielleicht habe ich nächste Woche am Montag einen 12 Uhr einen Kommentar dazu. Okay, so, jetzt haben wir echt überzogen. Jetzt haben wir 7 Minuten schon drüber. Ich hoffe, es hat euch trotzdem sozusagen ein paar Inspirationen gegeben. Ich schaue so mit einem Auge immer auf die Teilnehmerzahl. Die ist auch während der 37 Minuten konstant gestiegen und nicht runtergegangen. Also gutes Zeichen. Jetzt wünsche ich euch erstmal guten Hunger, Mahlzeit, einen schönen Appetit sozusagen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Falls zwischendurch irgendwelche Fragen auftauchen, bitte einfach hier in die Kommentarfelder reinschreiben oder mir eine E-Mail schicken oder auf irgendeinem dieser Social Media Kanäle sich bei mir und meinem Team melden. Wir sind eigentlich relativ gut und schnell im Antworten, wenn euch da irgendetwas besonders auf der Zunge liegt oder auf der Seele brennt. Also, wünsche euch eine tolle Woche, große Zukunftstage und bis zum nächsten Montag oder vielleicht bis zum Sonntag. Ja, wer sich für Sales interessiert, Sonntag 10 Uhr, Zukunft von Sales, kann ich euch empfehlen, ganz kompakt in einer Stunde alles, was ihr über die Zukunft von Sales wissen müsst. Den Anmeldelink, kostenloses Webinar, den Anmeldelink findet ihr hier in den Kommentaren, hier in der Kommentarspalte. So, und jetzt guten Appetit, bis bald.